Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls. Wir machen direkt weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Keine Pause dazwischen, ich habe nichts erkundet, wir gehen direkt blind da rein. Arnor Londo, da sind wir gelandet, nachdem wir den Stein-Eisen-Metall-Golem besiegt haben. Ich bin gespannt. So, ich hoffe, ihr seid dabei. Unser Hauptziel heute wird sein, ein Leuchtfeuer zu finden. Denn ohne ein Leuchtfeuer kommen wir, glaube ich, nicht wirklich weit hier. Los geht's. Mir auffällt, dass das alles etwas öder ist hier als sonst. Eine Palaststadt, wie man sieht. Guck mal, wie groß das hier ist. Und es läuft auch relativ flüssig. Also ich hätte gedacht, jetzt fängt er ein bisschen an zu ruckeln. Wird schon ein bisschen an die Grenzen kommt, aber... Naja, beim Spiel, was eigentlich ja schon 7 oder 8 Jahre alt ist, sollte das auch nicht mehr vorkommen. Also da unten sehe ich schon mal Gegner. Sieht aus wie ein Drache oder sowas. Na gut. Uah, okay. Hier ist ein... Ja, ja, der ist groß. Da müssen wir gucken, was für... Ja, oh, und der hat auch bestimmt eine ordentliche Reichweite. Ein paar, den kann ich auf jeden Fall. Warte, wir testen den mal. Okay. Der haut mir aber mit Einwurms hier weg. Warte, nach hinten. Geht hoch. Okay, gut, versuchen wir es mal. Okay. Okay, jetzt müssen wir schon aufpassen. Denn der hat echt Wumms. Was hast du denn gegen meinen Okay, das ist dumm. So, okay, müssen wir irgendwie hinten rankommen an ihn. Jetzt aber runter da. Runter. Hier vorbeikommen. Ich brauche ein bisschen mehr Platz zum Kämpfen. Das habe ich leider da oben nicht. Kann ihn gar nicht umrunden. Nicht mal ansatzweise. Aber wie viel Leben hat er denn noch? Er hat aber nur noch einen Schlag, dann ist er weg. Ich glaube, so viel halten die gar nicht aus. Oh, da drin steht noch einer. Scheiße. Alter, hauen die runter. Okay, dann müssen wir uns... Muss überlegen. Und zwar schnell umrunden. Und draufhauen. Geben wir auch ein bisschen Punkte. Nicht super viel, aber immer mal ein bisschen. Okay. Bild. Sogar zwei von denen. Ich glaube, die legen wir uns mal nicht an. Wir legen mal hier. Dahinter. Also wir waren in. Eine Kiste hinter ihm, eine Schatzkiste. Hm? Vielleicht können wir die hier ins freie Feld rauslocken. Da drüben sind auch nochmal zwei. Okay, es werden härtere Kämpfe hier, aber hier auf dem Feld kann ich, glaube ich, besser besiegen. Also hier denkt man immer, das kommt gleich irgendwas von oben runter, oder? Kommen wir da rein? Da geht's auch noch rein. Mal da mal. Ein Leuchtfeuer. Leuchtfeuer, ein Leuchtfeuer. So, da rasten wir kurz. Perfekt. Achso, warte. Mal ganz kurz gucken, ich könnte vielleicht meine Waffen sogar verstärken. Glaube ich vielleicht. Habe ich da was? Funkeltitan, ich brauche ein bisschen. Ihre Armbrust, naja, die Armbrust kann man ja leider nicht mit zielen. Ah, der Blitzspeer, der sieht ja natürlich auch ganz geil aus. Blitzspeer. 5. Nee. Wenn wir noch nicht benutzen, die Großaxt. Da brauchen wir 50 Stärke, das haben wir nicht. Okay, Richards Degen. Aber wir können unser Schwert erhöhen. Das machen wir auch glatt. Ah, so. Haut noch mehr Schaden raus jetzt. Perfekt. Dann langen wir mal mit dem Heini hier. Aber warte mal. Bevor wir das machen.
Wir vielleicht auch noch mal kurz unsere Rüstung verstärken. Haben wir da auch noch was? Hier Wanderermaschetten, große Scherbe. Noch so. Da unser Stiefel. Gut. Ketten verstärken. Noch. Huch. Kapuze. Und die Kapuze. Und mehr kann man nicht. Dann machen wir nochmal die Kapuze. So. Hoher Brocken. Okay, machen wir den Brocken auch nochmal. Zack. Jetzt haben wir auch nichts mehr. Eine Ausrüstung reparieren. Und noch Geld haben wir. Und wir können auch mal aufsteigen noch. Und zwar machen wir Munition. Die Stärke. Hier machen wir die Kondition ein bisschen höher. Mal ganz gut mehr Ausdauer zu haben. Und dann schnacken wir mal mit ihm hier. Well, you are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Estusflakon verstärken? Ach scheiße, haben wir nicht. Hmm, what is it? What am I? If not for me, a gatekeeper and a guide. Okay. That is my calling. Gut. Also, geradeaus sagt sie, kommen wir dahin, wo wir hin sollen, was wir suchen. Aber ich würde ganz gerne die Kiste noch haben. Oh, Gesundheit. Also, da hat eine Kiste, das heißt, wir werden mal versuchen, die da rauszulocken. Vielleicht einen zur Zeit. Klappt. Sind das eigentlich normale Gegner? Kommt da wieder auf? Und ich, okay. Lass uns mal gucken, ob wir einen anlocken können. Will ich auch gern so. Ist mir egal. Warten wir Ärger, im Kampf. Vielleicht bleibt er da stehen. Ist für uns natürlich nur gut. Wäre langweilig auch allerdings. Der Bogen ja auch nicht so viel Schaden macht. Was auch bei dem? Echt tatsächlich, ich bleib nur stehen. Warum sind die denn? Aber es soll uns nicht stören. Weiß, es ist nervig. Wir müssen natürlich jemanden finden, wo wir wieder Pfeile kaufen können irgendwann. Oh. Gut, wir müssen aufpassen, dass der von draußen nicht reinkommt. Ich gehe mal ganz hier rechts. Ich höre mich ja nicht. Und? Ätchen. So. Dämonen-Titanit. Das ist natürlich geil, mal hier drin zu finden. Wie cool ist das denn? Lass mal drin. Das brauchen wir bestimmt nochmal. Gerade für unsere Waffe auch. Da hinten sind auch zwei. Wir versuchen es da drüben auch nochmal. Da sind wir auch eine Kiste besachen. Ich sehe auf jeden Fall hier aus eine Kiste. Aber ob wir die auch so killen können, wäre natürlich cool. Man spart sich schon ein bisschen Kampf. Natürlich komme ich dann auch nicht so, kann ich auch nicht richtig üben. Das sind sogar zwei Kisten. Perfekt. So, wir probieren es mal von hier wieder. Gegner irgendwie. Tatsächlich. Ich weiß, es ist sehr langweilig von mir. Ich gebe es zu. Aber muss es auch so sehen. Das spart mir wirklich lästige Kämpfe.
So, willst du genauso schnell drauf gehen? Tatsächlich. Ich bin wahrscheinlich nicht der Erste, der drauf gekommen ist. Aber es ist einfach so geil. So. Wechseln. Aufpassen, da draußen steht auch wieder einer. Dann öffnen wir uns mal die schöne, feine Kiste. Onkel Titanit? Wie geil ist das denn? Okay, warte. Und hier auch. Ah! Nein! Ach, Mann! Kann man die irgendwie erkennen? Ja, voll nervig. Kann man den nicht irgendwie auch mit dem... Welches Viech? Widerliches Viech. Mann. Geht ihm auf den Sack, die Kiste, ey. Man muss ja jedes Mal Angst haben. Eine Kristallhellbade. Finde ich cool. Jedes Mal Angst haben, so ein Ding aufzumachen, weil da jedes Mal so ein Scheiß passiert. Oh, 242. Wie geil ist der denn? Plus 169. DC. Diese Waffe ist eine Mischung aus Speer und Axt mit einem langen Schaft. Die Handhabung ist schwierig und voller Kraft und Geschick. Es gibt zwei grundlegende Angriffsarten. Speerähnliche Stöße und zweite Schwinge. Doch ein Fehlschlag entblößt die Verteidigung des Gegners. Aber ist schon ganz geil, ne? Ist schon ganz geil. Sollten wir mal nutzen. Sollen wir das mal bei ihm benutzen hier? Machen wir mal. Weil dann sehe ich mal, wie viel Wumms die hat, die Waffe. Das würde mich mal interessieren. So. Klingt auch schon ganz geil, ne? So, kann ich übertragen? Ich ist total langsam. Ne, es geht. Okay, das hat Eis gebracht gerade, aber mir auch nicht hinten treffen, hat ein gutes Schutzschild. Alter, die haut ihm die Hälfte der Energie weg. Gesehen? Okay. Naja. Offen. Wisch dich daran, muss ich trotzdem. Alter, ist die geil. Ist die geil. Ein Hammer. Ein Hammer ist die. So. Sollen wir uns entdecken? Ach, guck mal hier. Komm mal hoch. Mal hoch. Was dann für. So macht der Schläger. So haut er durch die Gegend, okay. Waffe wechseln, dann ist hier. Lassen vielleicht ein bisschen einfacher so. Ist hier hin. Gucken wir mal kurz. Dungeons Tor. Leuchtende Nebel untersuchen. Sie durch Macht des Großfürsten Gwyn. Okay, da können wir noch nicht durch. Brauchen wir vielleicht irgendwas anderes für, damit wir da durch können? Finden wir bestimmt noch irgendwann. Gut. War ziemlich fett, muss ich sagen. Diese Waffe da, die ist echt geil.
Aber jetzt habe ich Funkeltitanit ja auch bekommen. Wir können nochmal hingehen zum Leuchtfeuer und nochmal gucken, ob ich was fangen kann. Sind die Gegner wieder hier, aber wir müssen ja eh nicht mehr hier hin. Schnuppe? Ist ja Schnubbi-Pubbi. Spannend. Gehen wir hier runter. So. Guck mal, nochmal Waffen verstärken. Schade, ich dachte, ich könnte mit dem... Nicht? Stark, ne? Ah, mein Wappen könnte ich. Macht das so viel Unterschied? 14, 15. Wirklich, ne? Dafür opfere ich das jetzt nicht. Aufsteigen. Nee, vielleicht noch so ein paar Seelen für. Gut. Geht's weiter. Sie sagte geradeaus rüber. Das machen wir jetzt. So, hier habe ich dieses Viech ja gerade eben gesehen. Das hier sieht nämlich aus wie ein Fahrstuhl. Deswegen gehen wir erstmal hier längs. Okay. Wenn nicht killen von hier oben, müssen wir wohl runter. Das sieht alles so schön aus hier, ne? Wie so einen festlichen Palast. Hier weiter. Unentdeckt bleibt hier. Hier. Hier ist nichts. Ah, da kommt er schon angeritten. Okay. Das ist doch so ein Gargoyle, wie ich es schon mal hatte. Das wir ja schon mal besiegen mussten. Testen wir ihn doch mal. Okay, haut ganz gut raus. Und nicht treffen. Okay, wir haben hier so einen Schwanz. Oh Mist. Das Viech. Boah. Okay. Muss auf jeden Fall nochmal heilen. Gargoyle Hellbade, Gargoyle Schild und Gargoyle Ding. Haben wir alles bekommen. Sehr gut. Mal heilen. Mal heilen. So, gucken wir uns mal umkriegen hier. Also wir können da runter. Da ist alle. Da ist noch eine Treppe. Noch mal hin. Und hier längs. Auch runter. Und wieder nicht hoch. Hier geht's ja. Na doch, muss man ja. Hier ist auf jeden Fall eine Treppe. Hier gehen wir runter. Ach, guck mal. Hm? Oh, nein, nein, ich wollte nicht. Ach Mann, jetzt habe ich meinen Heilen verbraucht. Ärgerlich, ärgerlich. Los, gehen wir hier durch. Einmal rumlaufen oder was?
Eine Kiste. Ah, okay. Warte mal. Da bin ich schlauer. Hau einfach drauf. Okay, das ist eine normale Kiste. Ich hau jetzt immer auf den Kisten einfach drauf und dann weiß ich ja. Dämonen-Titanid, oh, super. Also, jetzt langsam läuft's doch hier. Gut. Also immer draufhauen. Wenn man genug draufhaut, dann weiß man auf jeden Fall, dass es ein richtiges Viech ist oder ein Scheißviech. So. Okay, muss man auch immer rumlaufen. Mach auch nochmal. Vielleicht sieht man noch irgendwas. Hm. Man muss immer ein bisschen aufpassen. Man hat eine Bewegung falsch und man fällt sofort runter. Okay, hier kommt man durch. Geräusch die ganze Zeit. So, das ist die ganze Zeit der Fahrstuhl hoch und weg. Gut. So, da vorne ist eine Treppe, da geht's weiter. Bäm. Ja. Ups. Hä? Da runter an der Kante hier. Hä? Warte mal. Kann man da rüberspringen irgendwo? Also da kann ich glaube ich nicht runterspringen, dann sterbe ich. Tür? Komm ich denn runter? Warte mal. Kann man denn hin, wenn man da runter geht? Kante, kann man da. Kann man nicht längs laufen? Oder kann man hier längs laufen? Kante, wenn ich da runterroll? Da auf diesem Sims. Komm ich ja gar nicht runter. Wie soll man denn da runterkommen? Behindert. Hier noch einen anderen Weg? Na hier? Ah. Der Seite? Ich kann nicht längst das Video. Hm. Ich bescheuert. Wo soll man denn hier längs? So, wir gehen mal hier rum. Laufen wir hier nochmal rum. Eventuell haben wir irgendwas übersehen. Kann er hier durch? Warte mal, hier ist vielleicht. Hier? Nein. Hier kommen wir nur zum Fahrstuhl hoch, ne? Und der bringt uns wieder ganz nach oben. Ganz oben. Wollen wir nicht hin? Das macht ja keinen Sinn. Da waren wir ja schon. Okay, also müssen wir uns mal umgucken hier. Da oben leuchtet was. Hier ist eine Kathedrale. Kann ich auch nicht hinkommen. Wie kann man hier vorne irgendwo runter, sich runterfallen lassen auf so irgendeinen Sims? Da irgendwie. An die Kante könnte ich runter und dann bin ich da an der Kante und kann hier rumgehen. Hier ist auch kein, das ist auch keine, das ist auch kein Loch oder unten oder irgend so ein Eingang. Bin gespannt. So, also hier runter, runter. Hier vielleicht noch einmal an der Seite irgendwo weiter runter oder hier noch einmal weiter runter. Rauf? Nach rauf? Tatsächlich. Okay. Soll man aber nicht. Geht man einfach nur runter gleich. Ich kann mal hin. Was soll das so? Okay, oder? Darauf fallen lassen? Oh! Oh, okay. Stehen wir hier.
Aber da komme ich jetzt nicht wieder rauf, ne? Aber vielleicht kann man da am Dach längs, obwohl hier komme ich auch nicht runter, ne? Aber hier kommt man rein. Aha! Alter, wenn hier. Viel. Er schießt mit. Da gerne auf mich. Ein Schwert ist zwar langsam, aber es macht Schaden. Leute, es macht Schaden. Ich glaube, dass man die Dinger nicht aufsammeln kann. Komme ich nicht durch, da ist zu. Dann bleibt ja nur die Leiter. Hoch. Quatsch. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Euch ist klar, dass ich hier tausendmal runterfallen werde, ne? Ätzend. Hast du sowas, ne? Hier, ja, Schild voran, wenn da vorne sind Typen nicht. Ja? Okay. Trifft mich leider ganz gut. Aber kommt auch her, okay. Okay, warte mal. Dann machen wir was anderes. Ja. Dann mein Bogen. Auf. Die mit dem Bogen anlocken. Lassen die vielleicht auch gut. Vielleicht auch nicht. Doch runterfallen. Kann ich nochmal treffen. Ah. Bin ich da hinten auch noch angelockt? Ein bisschen höher und ein bisschen weiter rechts. Ah, genau, da war ein Pfeil. Bis er tot ist. Oder vielleicht kein Leben, weil ich so weit weg bin? Kann auch sein, ne? Ah, ich glaube, er stirbt nicht. Ja, nicht mal sein Leben. Weißt du, wir müssen uns hier längs balancieren wieder. Hoffen, dass er uns mit diesem Eismesser nicht trifft. Ja. Hasse ich das hier längs. Bild? Ah, jetzt. Mist. Okay. Shit. Komm ran. Blindern, Wurfmesser, ja, danke. Kommt man an die Leiche da unten ran? Kann man da sich da rauffallen lassen? Nicht, ne? Von hier so? Da sind aber auch ganz viele Gegner. Ich glaube, wenn ich runterspringe, falle ich vielleicht daneben, bin ich auf jeden Fall tot.
Längs. Rüberkommen, ohne runterzufallen. Wir müssen nicht riskieren, irgendwo raufzuspringen zu wollen. Drüben ist eine Kiste, sehe ich gerade. Schnappen wir uns mal. Ja. Aber erstmal irgendwie da hinkommen. Da ist eine Treppe auf jeden Fall, irgendwie kommen wir da bestimmt hin. Gut. Raus Tor. Dass wir gleich drauf gehen. Aber jetzt sind wir erstmal hier drüben. Perfekt. So. Gehen wir erstmal hier weiter. Oh. Jetzt reicht's, ne? Ellen. Nichts machen, ne? Nö. Hoch. Wahrscheinlich hier weiter geradeaus laufen irgendwie. Da kommen wir auch nicht durch. Wir können durch das graue Tor gehen hier. Machen wir das. Okay, einen Boss sehe ich hier nicht. Noch nicht. Was ist denn jetzt hier? Ach, guck mal, das ist der Anfang, wo wir rausgekommen sind. Hier kann man was drehen. Das macht. Da schau her, wie schön ist das denn? Kann man noch mehr meine Hebel machen? Okay, da war irgendwas, was mich da gerade angegriffen hat. Also ich hab's nicht mitgekriegt. Das wollte ich eigentlich nicht. Du blödes Viech. So. Gut, also wir sind jetzt nach unten gegangen. Das wollte ich eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich nach oben gehen. Aber ich habe aus Versehen nochmal gedreht. Jetzt gehen wir trotzdem mal hier unten rein. Denn. Hier sind ein paar Gegner. Ja, und zwar hinter jeder Ecke, wie ich gerade sehe. Wir heilen mal kurz. Versuchen wir mal hier durchzukommen, ohne drauf zu gehen. Pullen.
Wir stehen. Mir kommt's. Mal ziehen. Es sind recht viele Gegner, aber ich mache das lieber einzeln. Ich habe ein bisschen Angst, dass die doch, wenn die in der Menge kommen, sehr stark sind. Treffen können. Pupp. Wo ich gerade nicht rede, weil ich ein bisschen konzentriert bin gerade. Okay, so, jetzt haben wir die meisten erledigt hier. Obwohl, da hinten sind auch noch welche. Also ich muss sie alle killen, glaube ich, weil sonst wird es echt blöde, wenn die auf einmal da auf einmal angerannt kommen zu einem. Ist hoffentlich alles gelohnt, nur wegen diesem einen kleinen Heini hier. Verliegt. So. Schwarzeisenhelm. Schwarzeisenschild und Großschwert. Okay, das Schild gucke ich mir gerne mal an, aber ich denke mal, das wird uns unpraktisch sein. Mit 16 wiegt. Aber natürlich. Oh, naja, geht. So, jetzt waren wir hier unten. Mehr können wir hier unten aber nicht machen, glaube ich. Da ist ein Bild. Mal angucken. Komm, jetzt haben wir kaputt. Nein, hier nicht. Da ist unser Kronleuchter. Mal auf. Müssen wir doch mal runter. Das wäre auch schön, zu schön gewesen, wenn man das machen könnte. Obwohl. Kann man die Stange treffen? Ich gerade untersuchen. Ich bin gerade das Bild untersuchen. Okay, warte mal. Ja, kann nicht zerstören. Jetzt gesagt, vielleicht kann man ja die Kette da abschießen. Das kann man anscheinend nicht. Aber hier kann man das Bild untersuchen. Nochmal. Oh Gott, dass das eine gute Idee ist. Oh. Ach, Scheiße. Und nun? Gemalte Welt von Ariamaris. Ja, super. Das können wir nicht. Wenn wir vor. Nun gut, dann laufen wir noch ein Stückchen hier. Scheiße. Das war nicht geplant. Oh, wir sind. Wir sollten mal lieber was trinken hier. Ich weiß nicht, wie stark die Gegner sind, die hier kommen. Sind auf jeden Fall nicht stark gewesen.
diesen Leuchtfeuer. Bin ich sicher, sicher. Wir rasten. Raste hier dran mal nicht, denn wenn wir tot sind, dann landen wir jedenfalls beim Leuchtfeuer wieder in Anor Landor und müssen nicht hier weitermachen. Die Gegner, wie wir die auch kennen, von unserem Startgebiet. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Was für ein Wunder. Gut. Ach ja. Okay. Einmal mit Schild auf mich. Den für hässliche Viecher. Giftig, ah, scheiße. Wir haben doch hier irgendwas gegen Gift, ne? Reicht das? Naja, da brauchen wir das mit Blume, ne? Okay, haben wir aber dabei, meine ich. Okay, blöde. Aufpassen. Er will Feuer schießen. Hm, ich glaube, es ist noch ein anderer Weg. Hier? Okay, hier hoch. Die normale Leichen. Wald und Tote. Mann. Ich werde jetzt echt langsam, muss man leider sagen. Der eines Kriegers. Oh, hier kann man sich auch runterfallen lassen. Oh. Alter, das sind diese Viecher, die mich geschleppt haben, oder? Sind das die nicht, die mich da hochgetragen haben irgendwie? Also man kann jetzt verschiedene Stellen runterfallen. Hier. Aber hier liegt ja jemand, deswegen lass uns mal hier ganz leicht runterfallen. Doppelmenschlichkeit. Oh, sowas finde ich super. Geht's rein? Hoch. Gehen wir in Ruhe. Thanks. Ja. Nein! Was macht sie da? Wolke da? Oh, Schreck. Ah, ist das. Wir müssen, bevor uns der dann auch noch vergiftet, mal killen wir den lieber. Und hier rein. Wo ist das?
Eieiei. Nicht ganz ungefährlich hier, nicht ganz ungefährlich. Das ist wieder eine Menschlichkeit, die wir hierüber jetzt nicht bekommen können. Menschlichkeit, sage ich schon, eine Seele. Blöd. Mal gewusst, dass es hier so ein Scheiß kommt, dann wäre ich hier nicht reingegangen in das Gemälde. So eine Leiche irgendwie? Runterhauen. Da hoch. Warte mal. Ungefährlicher und einfacher. Ungefährlich und einfacher und effektiver vor allen Dingen. Ah, schade. Ich könnte darüber springen, kann ich nicht. Hoch. Irgendwie muss man ja darüber kommen. Wie ist die Frage? Wir können von hier rüber springen. Glaube ich nicht. Doch, von hier kann man bestimmt durch. Nee. Und da irgendwie muss man es noch. Okay, versuchen wir es nochmal. Wir versuchen es nochmal, darüber zu kommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man darüber kommt. Ich muss ein bisschen besser Anlauf nehmen. Hier vielleicht. Weg. Verdacht. Seele. Eine Seele, ne? Hier nicht auch. Halbseitiger, okay. Gut. Hoch. Ein Weg noch hier raus. Halt auch immer noch rüber noch. Machen wir nochmal. Richtung. Oh, da oben ist noch ein Weg, den müssen wir noch mitnehmen. Aber gleich mal. Nochmal links. Gehört. Oh. Ratten. Ratten sind scheiße, sind giftig. Aber okay, ist nur so ein. Wenn ich vergifte, ist das schon mal gut. Haben wir was gehabt? Hoppen ja auch ab und zu was. Hatte nichts, warte. Was ist das? Warte, dann machen wir nochmal. Perfekt. Das ist natürlich noch cooler, dann muss ich nicht so lange mit rumärgern. Die Kiste. Ah, warte. Okay, die kann man aufmachen. So, ich glaube, ab hier machen wir eine kleine Pause und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.